Hallo, vielen Dank für das Interesse an einer weiteren Folge über kosmische Phänomene, die hier wissenschaftlich korrekt und anschaulich erklärt werden. In dieser Folge geht es um überraschende neue Erkenntnisse über Doppelsternsysteme. In diesem Video wird gezeigt, dass sogenannte gebundene Doppel- oder Mehrfachsternsysteme gemäß derzeitiger Physik unmöglich sind. In der neuen Physik sind sie zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Das bedeutet, dass wenn tatsächlich ein gebundenes Doppelsternsystem nachgewiesen werden kann, dies ein weiterer Nachweis der neuen Physik wäre. Zunächst die derzeitige Theorie. Die Gravitationskraft zwischen nahen Himmelskörpern entspricht der Gravitationskraft zum Massenzentrum der Himmelskörper. Dadurch verlaufen die Orbitalbahnen um ein gemeinsames Massenzentrum. Das sieht zum Beispiel so aus. Das jeweilige Kreuz ist das Massenzentrum. Jetzt die derzeitige korrekte Physik. Gleichartige Kräfte, die auf eine Teilmasse wirken, überlagern sich zu einer einzigen Wirkungskraft durch vektorielle Summenbildung. Diese Regel entspricht der Beobachtung und damit der Realität. Diese Regel widerspricht der Regel, dass zwei Himmelskörper-Orbitalbewegungen um ein gemeinsames Massenzentrum durchführen. Dies kann nur dann erfolgen, wenn zwei Himmelskörper fest miteinander verbunden sind und wenn Kräfte auf diese physikalische Einheit ausgeübt werden, die zu einer Rotation führen. Dieses ist gemäß derzeitiger Physik nicht und in der neuen Physik nur unter extremen Bedingungen der Fall. Nun das Naturgesetz für Bewegungen. Physik hat die Aufgabe, Naturgesetze, das heißt allgemeingültige Gesetze, herauszufinden. Allgemeingültig bedeutet, dass es von den kleinsten Teilchen bis zu den größten Himmelskörpern gilt, so wie überall und immer. In der neuen Physik wurde mittels Weltformel das allgemeingültige Naturgesetz für die freie Bewegungsenergie und damit Bewegungsbahn eines Objektes definiert. Es lautet, die freie Bewegungsenergie eines beliebigen Objektes relativ zu einer Referenz ist die Vektorsumme aus folgenden zwei Energien. Erstens kinetische Energie des Objektes. Zweitens die Veränderung der kinetischen Energie durch die vektorielle Summe der auf das Objekt überführten kinetischen Energie durch Stöße anderer Objekte. Wie wirkt nun die Gravitation laut diesem Naturgesetz? Bei der Gravitationsenergie wird die Bewegungsbahn eines Objektes durch Stöße von allgegenwärtigen Photonen verändert, was nur bei Konzentrationsunterschieden der Photonen erfolgen kann. Eine Orbitalbahn eines Himmelskörpers wird dann ausgebildet, wenn die Gravitationsenergie gleich groß und senkrecht zur kinetischen Energie ausgeübt wird. Eine dauerhafte senkrechte Ablenkung kann nur dann erfolgen, wenn diese von einem zentralen Objekt ausgeht. Dieses zentrale Objekt muss eine wesentlich größere Ablenkung verursachen als das abgelenkte Objekt. Ansonsten würden sich beide Objekte, also hier die Himmelskörper, gegenseitig ablenken, was nur zu einer Ablenkung der Bahnen zueinander führt, aber niemals zu einer Orbitalbahn. Hier die Regeln für Orbitalbahnen. Nicht nur gemäß neuer Physik, sondern auch gemäß der derzeitigen irrealen Erklärung von Gravitation als Anziehungskraft gilt Folgendes. Erstens, Orbitalbahnen erfolgen niemals um ein mathematisches Massenzentrum, das heißt um eine Masse, die nicht existiert. Zweitens, Orbitalbahnen kann es nur bei Himmelskörpern geben, die einen Himmelskörper mit wesentlich höherer Gravitationskraft umlaufen. Drittens, gebundene Himmelskörpersysteme wie Doppelsysteme existieren nicht. In der neuen Physik gibt es zwar eine Bindung von nahen Himmelskörpern über Photonenstrukturen, diese Bindung ist aber so schwach, dass sie keine Himmelskörper als physikalische Einheit zusammenhalten kann. Wie sieht es mit den Nachweisen aus?
Entgegen von Behauptungen wurden gebundene Mehrfachsternsysteme bisher nicht nachgewiesen. Es gibt bekanntlich sehr viele hochgravitativ wirkende, nicht sichtbare Sterne, wie Neutronensterne oder stellare schwarze Löcher, die die angeblichen Beobachtungen über Mehrfachsysteme erklären. Außerdem ist bekannt, dass Himmelskörper relativ dicht zusammen sein können, ohne dass sie untereinander gravitativ gebunden sind. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Himmelskörpern im Ring des Saturns. Zum Abschluss das Fazit. Bei den Bahnbewegungen von Himmelskörpern zeigt sich, wie bei anderen physikalischen Phänomenen, dass man das reale Universum nur mit realer Physik beschreiben und erklären kann und dass abstrakte Mathematik oft zu Irrtümern führt. In der Physik wird derzeit als Wahrheit anerkannt, was man sich vor langer Zeit mal ausgedacht hat. Sogar die durch Beobachtungen erhaltenen realen Erkenntnisse der derzeitigen Physik werden ignoriert, sodass man die derzeitige Physik nicht als Naturwissenschaft bezeichnen kann. Vielen Dank für das Zuhören.